Ich bin der Matthias Kolnig. Ich wohne mit meiner Familie am Kolnighof am Mustafa Berg im wunderschönen Osterol. An Osterol gefällt mir besonders die Abgeschiedenheit und die hohe Lebensqualität, die wunderbare Landschaft und dass man einfach ein bisschen abgeschieden vom ganzen Trubel und von den ganzen Großstädten ist. Wir am Kolnighof halten ca. 50 Milchschafe, ungefähr gleich viel Lämmer und 3 Widern und seit neuestem auch 2 Kühe. Wir verarbeiten unsere ganze Milch selber und das Ganze biozertifiziert zu verschiedenen Joghurts, wo wir die Fruchtzubereitungen selber herstellen, mit möglichst regionalen Früchten und ohne Konservierungs- und Zusatzstoffen drinnen. Und wir machen auch verschiedene Käsesorten. Wir verwerten auch die Wolle von den Schafen selber und pressen daraus Wollpellets, die dann im Garten und in Blumenkisteln als Dünger verwendet werden können. An meinem Beruf liebe ich einfach das Arbeiten mit den Tieren, mit der Natur. Und Lebensmittel herzustellen ist eine eigene Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung und das gefällt uns und deswegen tun wir es so gern. Wie stelle ich mir Osterol in 10 Jahren vor? Ich hoffe, dass der Trend zur Regionalität, wie er momentan sich abzeichnet und schon ein paar Jahre im Gange ist, weiterhin so fortgesetzt wird. Natürlich für uns super als regionale Produzenten. Und ich hoffe, dass man vielleicht irgendwann schafft, ein bisschen weniger Boden zu verbrauchen, dass auch die Bauern irgendwann in Zukunft noch Grund und Boden für die Lebensmittelproduktion haben.